Yachtstarter. Ist das im Moment ein Trend, der auf Sie zukommt? Was wir jetzt als neuen Trend sehen, ist, dass man zu dem Segeln noch ein bisschen Zusatzprogramm haben möchte. Zum Beispiel Genießerreisen, kulinarische Reisen oder ähnliche Dinge oder Entdeckertouren auf den Seychellen beispielsweise, aber auch auf Sardinien eine kulinarische Reise mit Weinproben, mit dem Testen der sardischen Küche. Also nicht nur Segeln pur, sondern Segeln plus. Das sind so die Trends, die wir zurzeit wahrnehmen. Mittelmeer. Bleiben wir mal in dieser Region. Adria? Adria ist natürlich ein sehr beliebtes Gebiet mit den mit der großen Inselwelt. Griechenland natürlich ebenso. Mallorca sind Gebiete, wo natürlich auch viele durch die günstigen Flugverbindungen gerne hingehen. Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe versteckter Ziele, die wir dann denen, die schon glauben, alles zu wissen und zu kennen, auch noch empfehlen können. Und jetzt noch zu guter Letzt die Karibik. Wo geht es dahin? In der Karibik gibt es mittlerweile ein sehr, sehr breites Angebot. Einmal die französischen Antillen. Man kann aber auch unten in den Grenadinen, die in vielen Köpfen rumspuken, als karibisches Bild Yachtcharter machen oder Segelreisen machen zum Mitsegeln. Kuba ist natürlich für die Segelpioniere interessant. Es ist ein bisschen ursprünglich noch 50 Jahre hinter der übrigen Karibik zurück oder British Virgin Islands mit sehr guter Infrastruktur. Wenn wir mal auf den Geldbeutel schauen, welchem Preis bewegen wir uns da? Nehmen wir die Adria. Bei den Events, die wir machen, zum Beispiel im Mittelmeer, jetzt beginnt es bei 490 Euro eine ganze Woche mit einem Programm für Selbstfahrer und 650 Euro. Für eine Woche mit toskanischen Essen, mit Regattaspaß. Also das ist nicht so teuer, wie viele meinen. Es gibt natürlich auch sehr teure Reisen, das ist klar.